yeah, Elektrostadt. Ich habe mir einen Funktionsgenerator gekauft. Genau genommen einen Bausatz von einem Funktionsgenerator. Das Teil war günstig. Und ich hatte verdammt viel Spaß dabei, es zusammenzubauen, auch wenn es 3 Nachmittage gedauert hat. Aber hey, ist gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr euch jetzt mal anschauen, wie ich es zusammenbaue, und am Ende zeige ich auch noch, wie es funktioniert. Ja, zumindest zeige ich, dass es funktioniert. Auf mehr habe ich jetzt keinen Bock mehr, da. Ja, vielleicht gibt es da irgendwann nochmal ein Video. Tja, ich habe jetzt einigermaßen gut verstanden, wie Gleichstrom funktioniert, digitale Schaltungen und so ein Gedönse. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist Analogtechnik, und ich habe keinerlei Ahnung von Wechselstrom. Also habe ich mir gesagt, Gregor, du lernst jetzt Wechselstrom. Eine Sache, die dafür allerdings enorm wichtig ist, hat mir bisher noch in meiner Ausrüstung gefehlt. Und das ist ein Funktionsgenerator, also ein Gerät, das Frequenzen erzeugt. Hier drin ist einer. Und zwar der AE irgendwas von Eskel, deutsche Firma. Es gibt nur einen witzig kleinen Nachteil dran, wenn man so will. Und dieser Nachteil ist, der Funktionsgenerator, naja, der ist noch nicht ganz fertig im Moment. Also ich habe die große Ausstattung genommen mit allem drum und dran. Wir hatten Gehäuse dazu. Schnuffig, ne? Ziemlich klein. Dann ist ein kleines Netzteil dabei, ein 14 Volt Steckernetzteil. Und ein großer Beutel mit Geraffel und einer Aufbauanleitung. Was ich jetzt als allererstes machen werde, ist, dass ich diesen Beutel mit Geraffel mal auspacke und die Stückliste, die in der Anleitung mit drin ist, vergleiche mit den Bauteilen, die tatsächlich da sind. Jedes Teil, das wirklich da ist von der Stückliste, hake ich ab und dann weiß ich hinterher, ob wirklich alles komplett da ist. Die Teile, die ich dann abgehakt habe, die haue ich da hinten in diese Box hier rein, dann sind sie einigermaßen sortiert. Dann habe ich es hinterher auch gleich leichter, wenn ich den ganzen Kram dann verlöte. Wir stellen als erstes fest, Firma Eskel macht hier schöne, vernünftig verschweißte antistatische Beutel. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich habe solche Sachen auch schon in Gefrierbeuteln gesehen. Ich erde mich mal kurz. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Als erstes haben wir dieses Handbuch. Das Handbuch, habe ich gesehen, gibt es im Internet auch zum Runterladen. Ist eigentlich ganz schön. Also hat so einen Bestückungsplan drin und komplette Schaltpläne, technische Daten, den ganzen Kram. Was mich jetzt allerdings interessiert, ist relativ weit vorne. Und zwar die Stückliste. So, diese Stückliste und der Inhalt dieses Beutels. Werden wir sagen, womit wir uns jetzt beschäftigen. Was ich originell finde, es ist hier ein kleiner Beutel mit dem Board und ein paar Kleinteilen. Und die restlichen Kleinteile fliegen mehr oder weniger einzeln in dem großen Beutel rum. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig drüber im Klaren, warum das hier gesondert ist. Die Erklärung ist gefunden. Die Sachen, die hier dran sind, sind speziell für die USB-Variante von dem Teil. Es gibt auch noch eine Variante von dem Frequenzgenerator, wo kein USB-Port dabei ist. Da wären diese Teile hier nicht dabei gewesen. Alles da. Dann legen wir mal los. Ich würde mal sagen, einer alten Gewohnheit zufolge, weil ich es einfach gerne mache, kommt als erstes der Sockel für den Mikrocontroller. Und ausnahmsweise achte ich tatsächlich mal sofort drauf, dass der auch richtig rumgepult ist. Ist sonst mein Lieblingsverspuler. Ich muss dazu sagen, dass ich mir diesmal wirklich besonders viel Mühe gebe, weil ich habe echt keinen Bock, dass dann hinterher irgendwas an dem Ding nicht funktioniert, nur weil ich irgendwie schlampig war. Die sehen alle super aus. Das erste Teil ist drauf. Der erste Schritt ist getan. Das ist interessant. Auf dem Foto von der Bestückung hier ist die Diode, die ich gerade in den Fingern habe, so eine kleine da. Im Bestückungsplan ist es aber eine große. Ich denke, ich werde die durch eine kleine Diode ersetzen. Ich habe noch solche.
Oder ich werde sie später senkrecht stehend einlöten. Das muss ich mir dann überlegen. Auf jeden Fall ist es damit nicht mehr eins von den flachsten Bauteilen und ich fange erstmal mit den anderen an. Weil die Juden natürlich immer gut darauf achten, dass man sie richtig rum dran setzt. Ungesockelte ICs finde ich scheiße, aber leider haben sie keinen Sockel mitgegeben für den zweiten IC hier. Deswegen hilft nur eins, der Griff in die Trickkiste. Naja, also 8-polige IC-Sockel hat man ja. Ich war heute erst beim Böcklin und habe nicht gekauft. Mal gut, dass ich das getan habe. Noch so einer. Kriegt natürlich auch einen Sockel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt ein bisschen unglücklich mit den Leuten von Eskel. Ich verstehe nicht, warum um alles in der Welt, die an so einem Pfennig-Bullshit wie 8-poligen Sockeln gespart haben. Nein, die hätten sie wirklich reintun können. Da wäre ihnen jetzt auch nichts abgebrochen oder so. Das hätten sie echt machen können. Das gibt's ja nicht. Ich habe tatsächlich das falsche Lötpad zugemacht. Ach, wenn man nicht genau hinschaut, was man tut. You're shitting me. Na, ganz ehrlich, das ist ja wohl der Ultraspaß. Diese Kondensatoren sind welche, das sieht man ja wahrscheinlich, bei denen die Beinchen so ein Stück auseinandergebogen sind. Das ist ganz hervorragend. Ich habe sowas schon mehr als einmal fluchend gesucht, weil man sowas immer wieder braucht. Für die eine Seite von den Blockkondensatoren für so eine Art Mega-CPU. Nur auf diesem Board-Layout hier bräuchte man die mit den nicht auseinanderstehenden Beinchen. Ich glaube, es hackt. Ja. Das heißt, an der Stelle kommt es jetzt dann ganz gut, dass ich erfreulicherweise genug von den Dingern selber rumfliegen habe, weil sonst dürfte ich jetzt hier anfangen zu biegen. Unglaublich. Wer macht denn sowas? Also das ist nicht liebevoll, Jungs. Also ich will bis jetzt noch eigentlich nichts gegen das Kit sagen, das ist an sich nicht schlecht. Aber so ein paar Sachen sind nicht durchdacht und das gehört definitiv dazu. Seit ich mal groben Murks gemacht habe, messe ich jeden Widerstand durch, bevor ich ihn verwende. Und siehe da, ich habe mich gerade eben verlesen, ich brauche für den R16 nämlich 1K. Ich habe mir zielstrebig einen 10K rausgeholt, weil ich nämlich immer verwechsel, ob ich jetzt den mit dem Orangen oder mit dem Roten brauche. Ja, ich habe jetzt erstmal eine Nacht drüber geschlafen, nachdem ich die ersten Sachen hier reingebastelt habe. Und probiere heute mal eine andere Perspektive aus. Statt mit dem großen Stativ mache ich es jetzt mit dem kleinen Tischstativ hier. Seid doch so gut und schreibt mir in den Kommentaren, welche von den beiden Ansichten euch besser gefällt. Das würde mich sehr interessieren. Mein Echo ist über dem Ozean, mein Echo ist über dem Meer, mein Echo ist über dem Jordan und er hat zu viel ESR. Elko, Elko, oh Elko, du bist jetzt im Arsch, im Arsch. Elko, Elko, oh Elko, du bist so im Arsch. Ich weiß, dass das gerade merkwürdig war, aber in der Aufbauanleitung steht wortwörtlich drin, dass der Quarz Kurzschlüsse verursachen kann, wenn er auf die Platine kommt. Und deswegen müsse man ihn mit ein paar Millimetern Abstand einlöten. Ich denke, na, sieht man es? Da, ein paar Millimeter Abstand sind eingehalten. Kann ja eigentlich nichts passieren. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie was davon gehört. Aber bevor es hinterher in die Gurke geht, ich mich bei den Leuten beschwere und die mir dann sagen, ich hätte den Abstand einhalten müssen,
mache ich es lieber genau so, wie es in der Anleitung ist. Damit wäre jetzt der ganze kleinteilige Mist erstmal soweit fertig. Und es geht darum, die Sachen aufzubauen, hier so die Taster und dieser ganze Kram. Die werden eigentlich alle von der anderen Seite gelötet, von der hier. So, Kinders, das war der Zusammenbau von dem Ding. Jetzt muss ich es als nächstes in das Gehäuse verfrachten und dann kann ich es durchmessen und ausprobieren. Geil, oder? Sieht recht hübsch aus, so fertig, hm? Diese Dinger hier sind Knopfverlängerungen. Und die sind beschissen auf die Teile hier drauf zu kriegen. Deswegen sollte man unter Umständen die Anleitung dazu nicht in den Schritten befolgen, wie es in der Anleitung steht, sondern diese Teile sollte man echt schon da drauf stecken, bevor man es zusammenlötet. Das ist nämlich kacknervig. Du verfluchte Missgeburt! Puh, ich hab's so drauf. Mistdinger. Heißer Tipp, wenn man die Mutter, die wird man da draußen sowieso nicht brauchen, ist eh festgehalten vom Gehäuse, von Platte. Wenn man die Mutter drunter lässt, allerdings ohne den Spannring, dann geht's genau auch von der Größe her. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich meine, das ist ziemlich perfekt. Jetzt bin ich doch wieder einigermaßen angetan davon, ein bisschen versöhnt. Strom ist verkabelt. Das kommt dann hier an den dran. Na super, das soll da rein, aber die Bohrungen sind natürlich zu klein. Ah, oh, da stehe ich ja drauf. Ach, wer hätte es gedacht? Bohrung passt. So, got it. Das ist der Zeitpunkt, auf den wir gewartet haben. Ich denke, das hat geklappt, Jungs. Ich habe jetzt alles zusammengebaut und auch soweit kalibriert. Was die Kalibrierung angeht, habe ich das Oszilloskop angeschlossen. Und zwar, man soll ein Oszilloskop anklemmen und dann einmal den DC-Offset so korrigieren, dass das Ding auf seiner Mittellinie genau bei 0 Volt liegt. Und danach muss man die Amplitude so korrigieren, dass der Maximalausschlag 5 Volt Peak-to-Peak sind. Ich hatte dazu hier erst so einen Adapter vorne dran gesteckt und bin dann über so lange Kabel mit Krokoklemmen hier dann an mein Oszilloskop gegangen. Das Signal sah fürchterlich aus und ich habe mich gefragt, ob wirklich der Funktionsgenerator so ein scheiß Signal macht. Die Antwort ist nein. Was ich nämlich danach gemacht habe, ist, ich habe die Erdung von meinem Prüfkopf hier hinten angeklemmt, also direkt an der Masse hinten, die reinkommt ins Gerät. Und mit der Prüfspitze gehe ich danach direkt hier unten in der Mitte von dem Teil hier an den Pin, wo also wirklich das Signal dann an den Out geht. Und was das macht, das kann ich gleich mal zeigen. Ein Blick aufs Oszilloskop. Und das hier ist das Signal, das rauskommt, wenn ich ein Rechtecksignal mit 10 kHz einstelle. Und ich würde mal sagen, das ist ein Rechtecksignal mit 10 kHz und ziemlich genau 5 Volt Peak-to-Peak. Also da bin ich sehr einverstanden damit, das passt. Wir können jetzt da einfach mal ein bisschen mehr Frequenz oder sowas geben. Checken wir mal. So, jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Ah, wenn ich in den Automodus gehe. Wir sehen, die Frankensteinheit lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber die 2,5 MHz sind exakt getroffen. Da kann man nichts dagegen sagen. Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich begeistert davon, wie gut das kleine Ding hier funktioniert. Wow, der Heatsink von dem Spannungsregler, der kriegt ganz schön Temperatur. Also,
Das ist schon besser, dass da tatsächlich nie Zink drauf ist. Sonst würde das wirklich ziemlich ungemütlich. Das, worauf man achten muss, ist, dass hier unten richtig in die Teile reinrutscht. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, wo die Platine drin ist. Das muss richtig passen. Oh, Löcher sind nicht vorgebohrt. Das heißt, man braucht entweder einen Akkuschrauber oder ein bisschen rohe Gewalt. Oh, jetzt ist es feste, jetzt ist es zu. Ich denke, die 10 kHz Sinus Wave, die er da haben will, sieht ganz hervorragend aus. Und ich habe jetzt endlich eine halbwegs vernünftige Möglichkeit, solche Signale hier ranzukriegen. Jetzt mal konkret. Was halte ich denn vom Askel AE20125? Kann ich aber noch nicht so genau sagen. Ich habe es noch nicht viel benutzt. Ich habe noch nie einen anderen Funktionsgenerator gehabt, aber so jetzt mal ehrlich gesagt keinen Plan, ob der hier besonders toll ist oder irgendwie nicht so prickelnd. Aber ich kann schon mal sagen, dass er sich eigentlich recht leicht zusammenlöten lässt, am Ende funktioniert. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Also was ich ehrlich gesagt nicht so prickelnd finde, ist, dass das Kabel von dem Netzteil fürchterlich kurz ist. Das werde ich verlängern müssen, damit ich es irgendwie bei mir auf die Bank da kriege und irgendwie was machen kann damit. Ich bin ein bisschen unglücklich gewesen, dass diese Kondensatoren, die da reingehören, nicht den richtigen Beinabstand für die Platine hatten. In meinem Fall war es egal, ich hatte noch genug von den Karkus rumliegen, aber wie ist das, wenn so ein Anfänger das macht? Nicht so schön. Ansonsten, hey, gute Anleitung, muss man wirklich sagen, schön bebildert, brauchbarer Bestückungsplan und es ist wirklich nicht allzu schwer, das Teil zusammenzubauen. Also das kriegt man hin. Auch wenn man jetzt nicht so wahnsinnig erfahren ist, also so ein mehr oder weniger Anfänger wie ich, kann das machen. Ich würde für die 83 € mit Gehäuse und USB-Schnittstelle und Netzteil, die man da ausgibt, durchaus eine Kaufempfehlung aussprechen. Kann man kaufen. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu den teuren Geräten, die man hat. Man kriegt halt 10 MHz und nicht mehr und ich vermute mal, dass es irgendwelche elektrischen Einschränkungen gibt, die ich dann noch feststellen werde, aber es ist besser, als wenn man versucht, mit einer Soundkarte am PC seine Signale zu erzeugen.